Schönen guten Tag. Wir sind in Frankfurter Buchmesse. Wir nehmen zum dritten Mal mit Najma Tosabah hier teil. Wir haben das Buch Illusion des Atheismus. Wir haben das Buch in Englisch und auf Arabisch 2013 herausgestellt. Das Buch haben wir hauptsächlich in Französisch, auf Persisch, Arabisch und Englisch. Worum ist das eigentlich, dieses Buch? Warum Ahmad al-Hassan das so ein Buch geschrieben? Also Ahmad al-Hassan wollte damit beabsichtigen, die Atheisten, die daran glauben, dass es keinen Gott gibt. Und er wollte auf deren Fragen antworten, mit Hilfe von Wissenschaft, mathematisch und biologisch, alle Fragen zu beantworten, um Atheismus zu beseitigen. Damit halt die Fragen, die bei denen ist, alle geklärt sind. Sehr gut. Ganz ehrlich, wenn Sie Probleme mit Evolution haben, wenn Sie religiöse Menschen sind und Probleme tatsächlich mit Wissenschaft haben, lesen Sie dieses Buch. Das hilft euch wirklich weiter. Dankeschön.